Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Feuerwehrgeschichte, der Waldbrand. Mal sehen, was passiert. So, heute werde ich uns einen fetten Fisch angeln. Jaja, aufgepasst, ich werfe die Angel aus. Wow, da zieht's aber heftig. Mein Gott, das fühlt sich ja wie ein Wal an. Ich werde die Angel mal einholen. Oh, nur so ein kleiner. Naja, besser als nichts, ne? Hey, was soll das, Frau Bärin? Ich habe den Fisch gefangen. Ach, Rick, ärgere dich nicht. Die Bärin will ja auch nur ihr Junges ernähren. Ja, aber ich habe keine Lust mehr auf Bohneneintopf, Manu. Tja, da musst du wohl mit leben. Hey, ihr beiden, was macht ihr eigentlich heute? Wie? Achso, wir wollten gerade los und drehen eine Kontrollrunde. Mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Absolut. Lass uns aufbrechen, Karin. Bis später. Oh, na gut, dann will ich auch mal weiter wandern. Danke für den netten Aufenthalt. Ich komme gerne mal wieder vorbei. Wow, wer bist du denn? Na, das ist aber ein tolles Tier. Ist das ein wilder Adler? Oh nein, das ist unser Adler und er heißt Eddie. Er kam vor einigen Jahren zu uns. Wir haben ihn gepflegt und seitdem lebt er bei uns und ist unser Markenzeichen geworden. Oh, was für eine tolle Geschichte. Na gut, ich muss jetzt wirklich los. Vielen Dank nochmal für alles und vielleicht bis später. Tja, Rick, jetzt sind nur noch vier übrig. Soll ich uns ein Frühstück machen? Ja, danke, aber bitte keine Bohnen, wenn's geht. So, Kam, wo wollen wir zuerst hin? Lass uns zuerst bei der alten Weide vorbeischauen, das liegt auf dem Weg. In Ordnung, da müssen wir vorne rechts. Ach du meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Alles ist verschmutzt und voller Müll. Ja, das geht ja gar nicht. Wir gehen so unachtsam mit der Natur um. Schrecklich ist das. Und ein Feuer glimmt hier auch noch. Okay, lass uns erstmal aufräumen. Ich kümmere mich um den Müll da hinten. In Ordnung, dann mache ich hier vorne klar Schiff und lösche gleich noch das Feuer mit. Okay, dann wollen wir mal. Alles rein in die Kiste. So. Okay, ich bin fertig. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch gleich fertig, Carmen. Sekunde noch. So, und jetzt nur noch schnell das Feuer zuschütten. Okay, fertig. Gut, dann lass uns den Kram einpacken und zurück zum Baumhaus fahren. Und ab dafür. Haha, das muss die Biberinsel sein. Toll, hier werde ich eine Rast machen. Von da oben hätte ich sicher eine tolle Aussicht. Mal schauen, ob ich es schaffe, da hoch zu klettern. Puh, geschafft. Oh wow, hier ist ja alles voll verschmutzt. Was soll das denn? Okay, das muss ich mir mal genauer anschauen. Ich werde erstmal runterklettern. Huch, wow, hier brennt ja ein Feuer mitten in der Wildnis. Ich muss sofort die Park Ranger anrufen. Hallo, Park Ranger? Hier ist der Wanderer Paul. Hallo? Hallo? Oh, verdammt, ich habe hier draußen keinen Empfang. Oje, was tue ich denn jetzt? Das Feuer breitet sich aus. Ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Okay, ich habe eine Idee. Ach, was für ein toller Vogel du bist. Pass auf, ich habe hier eine Nachricht an die Ranger. Kannst du sie ihnen bringen? Komm her. So. Na, hoffentlich funktioniert das auch und die Feuerwehr kommt bald. Wir sind wieder da! Und? Ist irgendwas vorgefallen? Oh ja, der Platz an der alten Weide war völlig verdreckt und zugemüllt. Jemand hat dort gekämpft und nicht aufgeräumt. Absolut, und sogar ein Feuer hat dort noch gebrannt. Unglaublich. Wirklich rücksichtslos. Na, da müssen das wohl unangemeldete Camper gewesen sein. Richtig, außer Paul, dem Wanderer, hat sich für heute niemand im Park angemeldet.
Eddie, mein Schöner. Was hast du denn da? Eine Nachricht? Zeig mal her. Eine Nachricht von Paul. Er befindet sich auf der Biberinsel und er ist vom Feuer eingeschlossen. Oh Gott, oh Gott. Ich werde sofort die Parkfeuerwehr alarmieren. Hallo, Feuerwehr. Ach, was für ein ruhiger Tag heute. Das ist ja ganz... Hallo, hier ist die Parkfeuerwehr. Wo brennt's? Aha, verstehe. Was ist denn los? Gibt es einen Notfall? Ja, die Ranger haben angerufen. Auf der Biberinsel brennt es und ein Wanderer ist von den Flammen eingeschlossen. Was? Das ist ja schrecklich. Na dann, auf zur Biberinsel. Volle Fahrt voraus. Es wird langsam eng. Hilfe! Oh, ich höre was. Ach, die Feuerwehr zum Glück. Ahoi, junger Mann. Was machen Sie denn da? Wie wär's, wenn ich Sie erstmal an Bord und in Sicherheit hole, hm? So, junger Mann, was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht. Ich kam hier nur zum Wandern her und da hat das Feuer schon gebrannt. Na gut, dann wollen wir uns mal dem Feuer widmen. Manfred, ab an den Wasserwerfer. Euer als Sir. Okay, na dann, Wassermarsch. So, das wäre erledigt. Manfred, an Steuer und schmeiß den Motor an. Aye, Sir. Sollen wir sie direkt mit ins Lager der Ranger nehmen? Oh ja, das wäre ganz ausgezeichnet. Dankeschön. Ich höre doch da Motorengeräusche, oder was? Ja, ja, da kommen sie! Na warte, wenn wir die Täter erwischen! Aber nun bin ich erstmal froh, dass dir nichts passiert ist, Paul! Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Feuerwehrgeschichte, der Erdrutsch! Mal sehen, was passiert! Oh Mann, was für ein heftiges Unwetter! Und ich muss noch mal raus! Aber egal, ein kleines Fohlen will geboren werden, da habe ich als Tierärztin keine Wahl. Huch, was ist das denn für ein Geräusch? Ist das ein Erdbeben? Oh Gott, schnell weg hier! Oh, oh nein! Ein Erdrutsch! Oh je, da hat's mich voll erwischt. Hoffentlich startet der Motor noch. Na toll, mein Auto ist kaputt. Da werde ich wohl mal die Feuerwehr rufen. Hallo Feuerwehr, hier ist Dr. Schäfer. Ich wurde von einem Erdrutsch überrascht und mein Auto springt nicht an. Ich befinde mich in den Playmobergen. In Ordnung, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind auf dem Weg. Heiliges Kanonenrohr. Sieht aus, als müssten wir das Auto unter den Trümmern hervorziehen. Geh und hol den Abschnitthaken. Alles klar, mach ich. Okay, hab ihn. Gut, ich bringe das eine Ende am Auto an. Ja, wo macht man das denn mal dran? Ich denke mal... Hier, ja, das sollte passen. Okay, jetzt du. Alles klar, ich eile. Puh. Okay, machen wir das mal hier so dran. Gut, kann losgehen. Okay, dann setz das Feuerwehrauto mal langsam zurück. Gut, mach ich. Vorsicht. Es kommt, es kommt. Gute Arbeit, aber es ist noch eine riesige Felswand. Das heißt, ich komme nicht weiter? Vielleicht doch, junge Frau. Ich habe da eine Idee. Wir sprengen die Wand einfach aus dem Weg. Aufgepasst! Okay, wo lege ich das Dynamit am besten hin? Ich denke mal, hier, genau in die Mitte. Das müsste passen. So. Und jetzt liegt's wie weg. In Deckung! Sprengung in 3, 2, 1. Wow, es hat geklappt! Klasse, Männer, danke! Nun schaffe ich es vielleicht doch noch rechtzeitig zur Geburt des kleinen Pferdes. Danke nochmal. Leider habe ich es eilig. Bis später. Ach, ist das schön. Neues Leben. Huch, wer kommt denn da? Hallo, Dr. Schäfer, wir sind Ihnen nachgefahren. Ja, genau, wir wollten das kleine Pferd auch sehen. Danke nochmal, ihr tapferen Feuerwehrmänner.
Ohne euch hätte ich es nie rechtzeitig geschafft. Kein Problem. Hey Leute, willkommen bei Pandino und unserer Playmobil-Feuerwehrgeschichte, die Feuerwehr in Not. Mal sehen, was passiert. Oje, oje, ein Notfall. Hallo, hier ist die Playmobil-Feuerwehr. Was kann ich tun? Hilfe, meine Villa brennt. Bitte kommen Sie schnell. Ja, kein Problem. Wo soll ich die Kollegen denn hinschicken? An der Waldlichtung Nummer 5, bitte. In Ordnung, ich schicke sofort ein Team los. So Männer, jetzt unser Baby wieder sauber. An alle diensthabenden Feuerwehrleute, es gibt einen Großbrand in der Luxusvilla in der Waldlichtung Nummer 5. Bitte sofort einsatzbereit machen und den Brand löschen. Ihr habt's gehört, Leute, sofort einsatzbereit machen. Benny, ist noch genug Wasser im Tank? Schau mal, Sekunde. Ja, klingt gut, Chef. Na dann, Männer, rein mit euch und los geht's. Stopp, hier ist es! Oh je, Leute, das sieht übel aus. Ja, was machen wir nun, Ben? Na was wohl, jeder schnappt sich einen Schlauch und los geht's. Manni, du oben aufs Dach an den Wasserwerfer. Ich und Benny nehmen die normalen Schläuche und spritzen unten. Wird gemacht! Hey, was ist denn nun los? Hey, was ist los hier? Ich habe keinen Druck mehr auf dem Schlauch. Hey Leute, was ist denn los hier? Warum kommt kein Wasser mehr? Manni, was ist los hier? Es gibt kein Wasser. Ja, bei mir auch. Mir fehlt der Druck. Bei mir auch, Leute. Ich glaube, der Wassertank ist alle. Was? Okay, Leute, Rückzug. Wir müssen nachfüllen. Los geht's! Okay, Manni, wo ist hier der nächste See oder Teich, damit wir den Tank auffüllen können? Ja, ich schau grad nach, Chef. Mal sehen. Aha. Oje. Schlechte Nachrichten, Chef. In der Nähe gibt's keinen See oder Teich. Ach du heiliger Funkenflug, was machen wir denn nun? Wir brauchen dringend Wasser für die Villa. Mal sehen, Chef. Es gibt hier in der Nähe ein Schwimmbad. Vielleicht könnten wir da ein wenig Wasser abzwacken. Was sagst du dazu? Tja, ungewöhnliche Situation erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Auf geht's! Da ist es. So Männer, ihr baut den Saugschlauch zusammen. Ich geh rüber und werf ihn dann ins Becken. Wird gemacht! Okay, das hier ran, das noch dahin. Fertig. Alles klar, nur noch die Saugvorrichtung und dann kannst du losgehen. Und Männer, wie weit seid ihr? Alles bereit, Chef. Super, dann nehme ich ihn gleich mal mit. Und ihr schließt das Ding hinten in der Zeit an den Tank an. Erledigt. Ja, das sieht doch gut aus. Rein mit dir. Okay. Hey, was hat denn der hier gemacht? Alles klar, Manni, stell die Pumpe an. Wird gemacht. Hä, hey, was ist das denn für ein Ding? Was? Wo ist denn das ganze Wasser hin? Das Wasser ist weg. Ich habe gesehen, wer das war. Das war ein Feuerwehrmann. Ja. Alles klar, Chef. Der Tank ist wieder voll. In Ordnung, ich hol schnell den Schlauch. Hi, Kinder. Da, der da hat das Wasser geklaut. Tut mir leid, genau, ist ein Notfall. Das werden wir petzen, ja. So, der Tank ist voll, der Schlauch eingepackt. Ab zur Villa und den Brand löschen. Los. Oh je, wie befürchtet, das Feuer hat sich ausgebreitet. Jetzt aber schnell löschen, Männer. Super, Männer, gute Arbeit. Wir haben den Brand erfolgreich gelöscht. Wir können stolz auf uns sein. Da sind sie ja, meine Herren. Ich habe ein ernstes Wörtchen mit Ihnen zu reden. Was fällt Ihnen bitte schön ein, das Wasser aus meinem Schwimmbad abzuzapfen? Ab sofort haben Sie Hausverbot. Was? Nein!
Bitte drücken Sie doch mein Auge zu, junge Dame. Wir hatten ja einen Notfall. Die Villa hat gebrannt. Wir hatten kein Wasser und so weiter. Wir mussten löschen und so. Bitte, bitte, bitte. Na gut, dieses eine Mal noch. Aber wenn ich das noch einmal sehe, meine Herren,